Das wegbringen, das wegbringen. Das auch. Das auch. Mehr nicht unnötig mitschleppen. Ja, da sind doch jetzt schon ein paar mehr. Das lohnt sich dann doch gleich schon ein wenig mehr. Aber kein Enderman, nicht einer. Dann machen wir die Creeper hier jetzt erstmal irgendwie weg. Ja, kommt her hier. So. Dann haben wir da hinten noch einen, der jetzt aber wegrennt. Spinne, komm doch her. Komm doch her, Mann. Ja, und das braucht jetzt noch ein Zombie. Dann wollen wir uns noch mal die Sachen holen. Den Zombie noch kalt machen. Na, komm mal vom Abgrund weg. Na, du tropfst sowieso nicht, dann ist das egal. Den nehmen wir auch noch wieder mit. Gut, da taucht jetzt eh nichts mehr auf. Dann gucken wir hier hinten nochmal schnell. Da ist nichts drin. Hier ist nichts drin, wie immer. Und hier ist nichts drin. Ach Gott, ach Gott. Und das spawnt jetzt auch nichts mehr. Okay. So, dann noch einmal hier sammeln. Sechs Fäden. Neun Fäden, wow. Also das war jetzt definitiv die Nacht der Fäden. Wir haben ja einige zusammengekriegt. Es fehlt uns nur noch der passende Farbstoff dazu. Sieben Wolle waren das. Cool. So, was machen wir nun? Ich baue an. Würde ich sagen. Bevor wir uns jetzt irgendwie doof warten hier, das kann sich ja nur um Jahre handeln irgendwie, bis hier mal irgendwas spawnt. Das ist ja, ne? Kann sein, das spawnt nie irgendwas. Weil das halt einfach so ist. Ah, da ist eine zusätzliche Pilz. Das ist gut. So. 10 Pilzsuppen sollten wir ja auch machen, ne? Das kann ich, wie viele Pilze haben wir jetzt eigentlich schon? Da noch gar keinen. Da auch noch gar keinen. Da haben wir einen bis jetzt. Okay. Au. Was soll denn das? Kriegen die jetzt einen verbraten hier? So. War doch gar nichts. Hä? Na egal. So, wir bauen jetzt hier an. Sagen wir, machen das hier, ne? Also hier so genau gegenüber. So. Das war jetzt nicht irgendwie hier wieder mit. Na doch, wir machen da doch 5 draus. Das soll ja doch schon ordentlich aussehen. So. So. Würde ich gerade ein größer machen hier. Huch. Also ich denke, das reicht dann völlig aus.
So, dann brauchen wir noch ein paar Steine. Hier machen wir natürlich noch unsere Runde. Aber ich denke, die Fäden haben wir vor den Enderperlen zusammen. So, noch ein paar Steine. Haben wir denn ein paar Fäden gekriegt? Nö. Essen sollten wir aber was. So. So viele sind das ja gar nicht mehr, die wir brauchen. Ist ja nur einmal noch den Boden fertig machen und eine Umrandung. Dann haben wir das schon. Und dann brauchen wir aber noch ein paar Zäune. So. Dürfte fast reichen. Sagt, so viel will ich davon jetzt auch nicht machen. Zumal wir gleich mit dem Wassereimer ewig hin und her rennen müssen. Da muss ich noch eins weiter raus. So. Und wehe, hier spawnt dann nicht bald irgendwo so ein blöder Tintenfisch. Ja, ein paar brauchen wir noch. Na, lauf. So. Huch. Nicht da reinfallen. So, das sollte es dann jetzt aber gewesen sein. Hoffe ich. 12 Stück? 13, 14, 15, ja. Könnte reichen. Nee, reicht nicht. Also 4 Stück brauchen wir noch. Na, lauf doch. Und einen haben wir hier noch. So, dann haben wir das. Na, runter da. Da kommt nur einer. Nehmen wir mit. Und dann holen wir uns gleich Zaun. Und natürlich Wasser. Und da müssen wir mal überlegen, wie wir das machen. Ob wir jetzt immer hin und her rennen mit dem Wassereimer? Ist eigentlich blöd, ne? Sagen wir das schon wieder nach? Kann doch gar nicht sein. Hier haben wir noch einen Zaun. Zäune noch machen. So. Ja, das sollte reichen. So. Dann bräuchte ich jetzt noch irgendwas. Nehmen wir das mit. Mit einem Brunnen bauen kann. So. Und dann müssen wir nach oben Wasser holen. So. Ab zum Brunnen.
Ich könnte ja für wetten, dass da jetzt was gespawnt ist oder so. Nö. Nö. Dann erst, wenn es ganz fertig ist. Na, lauf. So. Na toll, jetzt friert es ein. So. Versuchen wir das doch mal hinzubekommen. Gehen da jetzt einmal um zu. Brauchen wir gar nicht mehr, sind schon fertig. Sehr schön. Dann Zaun. So. So würde ich das machen. Nee. Ach, Quatsch. Quatsch. Das kommt hier ja natürlich noch wieder weg. Nee, das bleibt dann in dem Fall. So, dann kommt da der Zaun hin. Dann noch Fackel wieder da drauf. Ah, das ist echt übel. Also ich bin echt gerade am Überlegen, ob wir nicht eventuell doch das Ganze überdachen mit, reicht das, wenn ich das jetzt hier so drüber packe? Dass mir das nicht mehr einfriert? Das geht ja nur ums nicht einfrieren. Wie es aussieht, ist mir letztendlich egal.